begrüßt mit mir den unglaublichen Meister des Heimkinos, den Heimkinospezialisten Eggy Schmidt. Herzlich willkommen. Immer diese schöne Review. Begrüßung bei dir. Sehr, schön. Sehr gerne, aber das verpflichtet natürlich. Wir haben jetzt hier heute das Review mit dem Hisense C1. Richtig. Ein ganz besonderer Beamer. Das sieht man ja dem Beamer auch schon an, mit seinem Edelstahl bzw. eigentlich Aluminium-Finish. Ja, das ist jetzt bei Hisense anscheinend in. Alles, auch die Laser-TVs, alle haben jetzt dieses gebürstete Aluminium. Eloxiert, sehr schön, also sehr, wirkt sehr hochwertig. Sie sind jetzt auch auf dieses kantige Design gegangen, was mir auch gefällt, eckig, ne? Also eckig ist immer gut. Ja, sehr gut. Und ja, auf jeden Fall ein ansprechendes Gerät. Aber die Besonderheit ist ja jetzt nicht sein Design, sondern das ist ein RGB-Laser. Ja. Das erste Mal als Normalprojektor. Genau, als bezahlbarer Frontprojektor, sagen wir mal. Auch ein Kurzdistanz, aber 1,2 zu 1. Ja, denn die Frage war ja immer, Laser-TVs hat ja schon seit, weiß nicht, 3, 4 Jahren gibt es schon RGB-Laser-TVs. Nicht? Samsung hatte da ja die Anfang gemacht, deshalb hieß das Gerät ja auch The Premiere, das war sehr passend. Ja. Seitdem sind viele Laser-TVs gefolgt. Aber Frontbeamer hat sich von den renommierten Marken eigentlich noch keiner richtig dran gewagt. Ne? Es gibt ja bis heute keine richtigen RGB-Laser-Frontprojektoren. Sind ja immer Phosphorgeräte. Ja. Und, gut, wir haben aber jetzt hier natürlich durch den RGB-Laser den großen Farbraum BT2020, den wir zu 110% genau ausfüllen und sogar übertreffen. Also unglaubliche Farben. Das werden wir später auch mal zeigen dann im Kino, was da welche unglaubliche Farben da eben auf die Leinwand gezaubert werden. Dabei ist er nicht dunkel, nicht? 1600 Lumen. Genau. Das ist jetzt kein niedriger Wert. Manche werden jetzt vielleicht sagen, gibt ja auch Beamer mit über 2.500 Lumen. Aber da sei wieder die RGB-Laserlichtquelle erwähnt. Diese 1600 Lumen setzen sich wirklich aus den reinen, extrem intensiven Grundfarben, Rot, Grün und Blau zusammen, die ja wiederum mit einem Laser erzeugt werden. Und dadurch setzt er diese Helligkeit komplett in Farben um. Und nicht nur in Weiß. Da wird ja oft geschummelt mit den Herstellerangaben. Gerade bei DLP-Projektoren mit einer weißen Lichtquelle, die können dann Weiß oder Schwarz-Weiß sehr hell, aber in gewisse Farbtöne nicht besonders hell. Und er kann alle Grund- und alle Mischfarben extrem hell darstellen und auch extrem intensiv darstellen. Je intensiver eine Farbe ist, desto heller wirkt sie auch für unser Auge. Deshalb sind 1600 Lumen hier schon was Besonderes. Und wir haben 20 Watt GBL Soundsystem. Ja, das zeigt wieder, dass das Konzept jetzt, das ist so ein bisschen zwischen Laser-TV und Heimkino-Beamer. Ne? Wir haben ja die Laser-TVs, die sollen Fernseher setzen. Wir haben die Heimkino-Beamer, die eigentlich nur die Projektion erzeugen und der Rest wird durch ein Surround-System gemacht. Und hier ist mein Eindruck, will Hisense praktisch so die Brücke schlagen. Das ist praktisch ein Frontprojektor, der ja auch wenig Abstand braucht, 1,2-faches, also ein Kurzdistanzprojektor, der aber gleichzeitig alles ersetzt, nicht? Also auch den Ton, deshalb GBL. Das ist ja jetzt keine schlechte Wahl, gerade für Kinoton. Ja. Deshalb hat er auch dieses hohe Design, damit man entsprechend die Chassis verbauen kann. Und er ist ja auch infrastrukturell unabhängig, nicht? Also er hat eingebaute Smart, er hat einen LAN-Anschluss, WLAN. Er hat natürlich HDMI-Eingänge, aber der braucht eigentlich keine Zuspieler, nicht? Außer Strom braucht er eigentlich nichts. Das ist eigentlich eine sehr. Den stellst du einfach hin, stellst ihn scharf. Ja. Fertig. Aber das macht er auch selbst. Das macht er auch selber. Der hat ja auch Geo-Korrektur. Ja. Man sieht das, er hat gar nicht die Einstellregler hier vorne, sondern er hat hier dieses Kamerasystem. Und ja, dann passt er sich also selber an. Wie ich schon sagte, eigentlich ein Laser-TV-Frontbeamer. Ja. das ist wirklich so. Ich glaube, das ist für jeden gedacht, der einfach hin und wieder Gerät hinstellen will, Großbild genießen will oder es vielleicht auch mobil genießen will und dann wieder wegstellt. Ich kann also nur bestätigen, dass alle, die jetzt zu uns... Wollte ich gerade sagen, er ist ja schon eine Zeit lang auf dem Markt. Du hast ja wahrscheinlich schon einige davon verkauft. Wir haben schon sehr viele verkauft. Und es ist auch immer, eigentlich sind die Kunden immer in einem anderen Grund und Anliegen hierher gekommen also, und haben ihn dann gesehen, was
das für unglaubliche Farben sind, wenn man, also das menschliche Auge kann ja viel, viel mehr wie das, was der Normalprojektor zu leisten vermag. Ja. Aber wir haben hier jetzt erstmals, können wir die Farben darstellen, die ein menschliches Auge schaffen kann. Ja. Wahrzunehmen. Ja, ja, also BT 2020 oder 110% BT, das ist schon wirklich nah an der Wahrnehmungsgrenze. Also es ist viel mehr, eigentlich braucht man nicht mehr. Um ehrlich zu sein, mehr braucht man nicht mehr. Damit ist man eigentlich farblich am Ziel. Das Gerät kann eigentlich alles, was relevant ist, darstellen. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir tauchen jetzt einfach mal in die Welt dieser Farben ein. Richtig, ich habe mich mit dem Gerät ja nicht, jetzt kannst du mich mal davon überzeugen. Genau, und dann, das zeigen wir jetzt einfach mal im Kino, dass der Film jetzt nicht so lang wird, unser Video. Genau. Und wie gesagt, da macht ihr nichts falsch. Bis gleich. Ja, Eki, das ist jetzt die asiatische Variante, wie Hisense in den Stores. Also es gibt in ganz China gibt es Hisense Stores, wo die ihre eigenen Geräte vorführen. Und das ist die Original-Demo, die dort läuft, also nonstop. Ja, spannend. Ist natürlich, also von den Farben, Kontrast. Also man sieht auch, dass er für einen DLP-Projektor auch gar nicht so kontrastschwach ist. Also auch da macht er eine ganz gute Figur. Und die Farben sind natürlich, das ist schon eine Hausnummer. Schon übertrieben gut, ne? Aber warum soll man denn darauf verzichten, wenn man es haben kann? Genau, richtig. Gerade bei solchen Demo-Material. Und es ist jetzt auch nicht übertrieben teuer, ne? Ja. Also mit 1.195 €. Ja, das stimmt. Also das ist eigentlich ein sehr fairer Preis, muss man sagen. Und du kannst den Beamer ja auch im Business nutzen, ne, wenn du jetzt gerade die Möglichkeit hast. Gerade mit diesen kurzen Projektionsabständen. Ja. Richtig, ja. Das stimmt, den kann man immer auf den Konferenztisch stellen. So, dann machen wir wieder das Licht an. Ich denke, das reicht jetzt. Ihr habt jetzt alles gesehen. Ja, das Menü ist eigentlich auch sehr übersichtlich. Ja, ja. Und hat auch alle Funktionen wie ein professioneller Heimkinobeamer. Ne? Man hat ja auch ein Expertenmenü, Farbtuner, Weißabgleich, Gamma. Ja. Also das ist... Das ist wirklich alles drin. Ja, ist alles dabei. Und auch eigentlich gut strukturiert. Und also. Es geht schnell zu bedienen, ne? Nicht leggy und genau, richtig. Top. Man kann ihn auch an die Decke schrauben, ne? Hat Deckenprojektion, Umkehr. Ja, man kann tatsächlich einen statischen Heimkinobeamer daraus machen. Spielemodus, hier siehst du eigentlich hier alles, ne? Was du... Ja, richtig. Was das, alles, was das Herz begehrt. Sport, Film. Was willst du sonst, liebes Heimkinoherz? Was willst du noch? Genau. Ja, schön. Also, das war jetzt nochmal hier das Menü.